Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Kollege Lohn, so revolutionär ist das hier alles gar nichts. Also der Innenminister sitzt da auch noch ganz relaxed. Insofern, ich glaube, mit Revolution hat dieses Gesetz nichts zu tun, vielmehr damit, dass unser Ziel ist, wenn wir hier auf Landesebene schon Abschiebehaft vollziehen müssen, ein rechtsstaatlich äußerst umstrittenes Instrument, dann haben wir hier den Anspruch, das menschenwürdig, anständig und so humanitär wie möglich auszugestalten. Abschiebehaft. Es ist müßig, hier im Landtag darüber zu streiten. Aus grüner Sicht ist Abschiebehaft eigentlich eines Rechtsstaats ein unwürdiges Instrument. Denn hier werden Menschen inhaftiert, die nichts angestellt haben, bis zu 18 Monaten. Und ich glaube auch, dass das verzichtbar ist, Herr Lohn, im Gegensatz zu Ihnen. Aber darum geht es hier im Landtag gar nicht, sondern hier geht es darum, dass wir, wenn Abschiebehaft angeordnet wird durch einen Richter, dass wir hier den Vollzug so anständig wie möglich gestalten. Und dafür, sage ich ganz klar, dafür ist dieses Gesetz ein Paradigmenwechsel, den wir vollziehen. Denn wir wollen ja gerade diese Standards, die im Strafvollzugsgesetz zu Recht auch humanitär ausgestaltet, aber anders gelten, was die Sicherheitsbelange angeht, dass die hier eben in der Abschiebehaft anders ausgestaltet werden. Dazu gehören Einschlusszeiten, die so nicht nötig sind wie im Strafvollzug. Dazu gehört die Möglichkeit zu telefonieren für die Inhaftierten. Dazu gehören ja auch Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Da gehört auch die Möglichkeit dazu, anständige Beratung zu kriegen. Denn wir wissen, dass sehr, sehr viele Haftanordnungen wieder zurückgenommen werden, weil sie letztlich nicht in Ordnung waren. Also das alles, lieber Herr Kollege Lohn, das alles hat nichts mit Abschiebehaft Romantik zu tun. Ich finde das zynisch, das so zu beschreiben, wenn wir uns hier bemühen, einen menschenwürdigen, einen humanitären Umgang mit der Abschiebehaft hier herbeizuführen. Und kürzlich, und vielleicht sollten Sie sich die Rede, ich will Ihnen erst noch einen Satz sagen, Herr Lohn, vielleicht sollten Sie sich die Rede Ihrer Kanzlerin noch mal anhören. Die hat Sie sehr eindrücklich an das C in Ihrem Namen erinnert. Und von dem habe ich hier bei Ihrer Rede heute nichts mehr gemerkt. Das sage ich Ihnen auch. Also, war eine Zwischenfrage? Bitte jetzt. Herr Kollege Lohn, was heißt denn das C? Ja. Vielleicht können Sie mir das auch noch mal beantworten. Ja, Frau Lücker, Sie verstehen, glaube ich, eine. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass ich die Zwischenfrage stellen darf. Bisher habe ich das immer so verstanden, dass ich die stelle und nicht Sie. Also, habe ich das richtig verstanden, dass die Grünen grundsätzlich gegen jede Art von Abschiebehaft sind und Sie heute aber diesem Abschiebehaftgesetz in der vorliegenden Form zustimmen werden? Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist, nennen Sie mir jetzt einmal ein Beispiel für einen Gegenstand, von dem die Gefahr von Beleidigungen ausgeht. Sie wollen diese Gegenstände verbieten. Die Leute, die Gegenstände sollen denn weggenommen werden. Bisher waren Sie nie in der Lage dazu oder willens, einen Gegenstand, ein Beispiel zu benennen. Es steht doch mal gut, dem Volk Klarheit mitzuteilen. Sagen Sie, was sind beleidigende Gegenstände? Ja, zum Ersten, entschuldigen Sie, das hat jetzt, das ist jetzt eine Belehrung, aber Sie bringen da was durcheinander, Herr Lohn. Wir stimmen hier heute nicht über die Abschiebehaft ab. Ja, da sind wir dagegen. Das ist ein Bundesgesetz. Sondern wir stimmen über die Gestaltung des Abschiebehaftvollzugs ab. Und wenn Sie mir ein bisschen zugehört haben, wüssten Sie auch, wo der Unterschied liegt. Wir haben ein Bundesgesetz, das die Abschiebehaft regelt. Und danach kann ein Richter diese auch anordnen. Und darauf haben wir selbstverständlich als Land keinen Einfluss. Und dann sagen wir, und deswegen stimmen wir ja auch zu, stellen wir uns hier in der Regierung der Verantwortung. Das heißt, wenn die Abschiebehaft dann angeordnet wird, dass wir hier auch als Grüne in diesem Land dafür stehen, dass dieser Vollzug menschenwürdig, humanitär ausgestaltet wird. Darum geht es, uns dieser Verantwortung zu stellen. Die Abschiebehaft selber wird auf Bundesebene geregelt und ist so im Gesetz, wie sie im Gesetz ist. Deswegen bitte werfen Sie hier nicht alles durcheinander. Vielleicht hören Sie auch einfach mal zu, dann kämen wir auch schon mal weiter. Oder lesen vielleicht auch mal das Gesetz. Das Zweite ist diese Debatte um die beleidigenden Gegenstände. In der Tat ist hier eine Formulierung gewählt worden, die etwas umfasst, das dem Frieden in der Anstalt dienen soll. Und selbstverständlich, ich nenne Ihnen auch ein konkretes Beispiel, wäre ein fiktives Beispiel konstruiert, aber es könnte tatsächlich auch morgen passieren.
eine Mohammed-Karikatur, die rumgezeigt wird, um Unfrieden in dieser Anstalt zu schiften. Muslimen diese Mohammed-Karikaturen vor die Nase zu halten und zu provozieren. Hier brauchen wir eine Rechtsgrundlage, dass man so eine Karikatur jemanden auch wegnehmen kann, weil sie letztlich als Gegenstand dazu dient, einen anderen zu beleidigen, Unruhe in der Anstalt zu stiften. Das wäre ein konkretes Beispiel, was sich hinter diesen Formulierungen verbirgt. Selbstverständlich, das ist aber auch absurd konstruiert und böswillig konstruiert von Ihnen, will hier niemand einem Christen eine Bibel wegnehmen. Also so ein dummes Zeug müssen Sie hier nicht von sich geben. So, ich hoffe, wir haben den Punkt jetzt auch mal abschließend geklärt. Ich fasse zusammen. Ich glaube, dass wir hier mit diesem Gesetz uns, wie gesagt, der Verantwortung stellen, hier auch eine gesetzliche Grundlage für einen humanitären, menschenwürdigen Vollzug zu schaffen. Wir nutzen die Spielräume aus, die wir haben, um Menschen, die inhaftiert werden, um nicht unterzutauchen. Das ist ja Grund für so eine Inhaftierung. Hier bis zu ihrer Abschiebung auch möglichst eine anständige Unterbringung haben, einen Zugang zur Beratung haben, Zugang zur Gesundheitsversorgung zu haben und in Anführungszeichen so viel Freiheit, wie es eben unter diesen Bedingungen möglich ist. Und ich glaube, da bringen wir etwas auf den Weg, was die Situation der Menschen in unserem Land, in diesem Abschiebehaftanstalt deutlich verbessert. Schönen Dank.